Als nächstes am Wort Hans-Jörg Jenewein von der FPÖ Wien. Das muss ich echt einmal sagen. Es ist ja wirklich unglaublich. Es ist ja wirklich unglaublich. Ja, ich kann natürlich auch einen Kollegen zitieren und sagen, das war ein Topfen, aber ich bleibe lieber dabei beim Follower. Ja, es ist ja unglaublich, wie man, es ist ja wirklich unglaublich, es ist ja wirklich unglaublich, wie man 130 Tote, die zum Beispiel bei den Anschlägen in Paris, die von 5 Flüchtlingen, die über die Balkanroute gekommen ist, und Flüchtlinge sage ich hier explizit mit Anführungszeichen, die über die Balkanroute gekommen sind und die jene mitzuverantworten haben, die die Grenzen geöffnet haben, die diese Leute ohne Kontrolle durchs Land geschleust haben, die diese Leute ohne Kontrolle durchs Land geschleppt haben, mitzuverantworten haben. Und wenn Sie der Meinung sind, Herr Kollege, dass das einzig und allein böse freiheitliche Rhetorik ist, da schreibt dann die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, für die, die es nicht kennen, am 20.11., wenn Terroristen Flüchtlingsrouten nutzen. Die Welt schreibt am 29.06., der IS schleust Kämpfer nach Europa. Und die Österreichische Tageszeitung, die Presse, schreibt am 20.12.2016, es sind viele der Terroristen in den vergangenen Jahren über die Balkanroute eingereist. Und dann stellt sich ein Vertreter der SPÖ hierher und erklärt das alles für nicht, ist alles egal, das stimmt alles nicht und man muss doch diese armen Menschen, die da flüchten, man darf die nicht über den Kamm scheren. Wissen Sie, das sollte sich schon bei den Dümmsten herumgesprochen haben, dass es sich bei der Mehrheit dieser Leute nicht um Flüchtlinge handelt, sondern um Migranten, die einfach versuchen, hier als Goldgräber in den goldenen Westen zu kommen und hier ein besseres Leben zu haben. Ich mache es Ihnen nicht zum Vorwurf. Ich mache es allerdings jenen zum Vorwurf, die mit einer grenzenlosen Naivität diesem Treiben zuschauen und im Endeffekt nichts anderes tun, als diesen Terror, der hier seit 1,5, 2 Jahren massiv passiert, das Wort zu reden. Weil nichts anderes haben Sie getan, Herr Kollege, nichts anderes haben Sie getan. Ich möchte jetzt aber auch zum Herrn Minister ein bisschen sprechen. Wir haben vom Herrn Kollegen Schrödinger am Anfang eine Vielzahl an Zahlen gehört, wie viel islamische oder islamistische, Entschuldigung, wie viel islamistische Gefährder es hier gibt, dass das hauptsächlich Tschetschenen sind, die da in den Dschihad ziehen. Die Frage, die mir allerdings dabei schon stellt, Herr Minister, warum sind die eigentlich noch in Österreich? Es gab im Jahr 2011 eine Mission des Innenministeriums nach Tschetschenien, wo festgestellt wurde, dass Tschetschenien ein sicheres Land ist. Warum werden diese Leute nicht konsequent abgeschleppt? Und da möchte ich dann schon zitieren aus einer Anfragebeantwortung, die am 8. Mai 2017 aus Ihrem Ressort gekommen ist. Da wurde abgefragt, wie denn die freiwilligen Ausreisen im Jänner 2017 sind. Und das wird dann alles in Bausch und Bogen in einer Tabelle dargelegt. Da sprechen Sie davon, es gab insgesamt im Jahr 2017 441 aus Landes bringen und dann gab es freiwillige Ausreisen. 8,91% nach Rumänien, 5,81% nach Ungarn, 4,26% Mazedonier. Und das sind bitte die Nationalitäten, die ich da verlesen habe. Und das sind nicht die Leute, die dort im Zuge von Dublin-Verfahren abgeschoben wurden. Kann mir vielleicht irgendjemand erklären, was es für einen Grund haben kann, dass Rumänen in einer offiziellen Asylstatistik auftauchen? Kann mir irgendwer erklären, was es damit auf sich hat, dass Ungarn in einer offiziellen Asylstatistik auftauchen? Kann mir das irgendwer erklären? Insgesamt gab es dann im Jänner 2017 6 Charterflüge. Mit diesen 6 Charterflügen wurden 12 Serben, 9 Mazedonier, 13 Georgier, 1 Armenier und 6 Kosovaren abgeschoben. Ich lese hier nichts von Afghanen, ich lese hier nichts von Irakern, ich lese hier überhaupt nichts von Tschetschenen. Aber da wird dann dargelegt, da wir machen eh so viel. Wir machen ja eh so viel und es ist eh super und wir schieben ja eh ab. Und dann verkaufen sie uns die Rückführung von Mazedonier und von Armenien und von Kosovaren als die große Prävention, als die große Abschiebung. Und ich sage Ihnen, Herr Kollege, das ist ebenfalls keine seriöse Form der Arbeit. Und so gesehen bin ich wirklich froh, dass wir im Oktober endlich Wahlen haben, weil es ist wirklich an der Zeit, dass das endlich einmal abgestellt wird. Diese Unehrlichkeit in der österreichischen Politik, der eine Minister fordert die Schließung der Grenze, der andere Minister sagt, na, das stimmt
stimmt gar nicht. Der eine reklamiert sich die Schließung der Balkanroute auf seine Fahnen, obwohl das der Viktor Orban im Jahr 2015 war. Ja, jener Viktor Orban, den euer Bundeskanzler deshalb beschimpft hat. Ihr habt bis heute keine Entschuldigung bekommen. Ihr habt bis heute keine Entschuldigung gehört deswegen. Das ist selbstverständlich. Ja, ich weiß schon. Das reklamiert sich der jetzt auf seine Fahnen. Im Endeffekt war es der Orban, der dafür gescholten wurde, ganz massiv. Nichts anderes ist die Wahrheit. Mit euren Schmähs und mit euren Märchen, könnt ihr abfahren. Ich sage Ihnen, ja, ich habe das Mikrofon, Herr Kollege, nicht Sie. Ich sage Ihnen, es wird dringend notwendig sein, dass es hier zu einer Bereinigung kommt. Auf der einen Seite mit irgendwelchen linksliberalen Vorstellungen, alle Menschen sind lieb und wir haben uns alle lieb und jetzt stellen wir uns in den Sesselkreis und singen dann Kumbaya. Und auf der anderen Seite jene, die kurzzeitig vor Wahlen erkennen, na, jetzt können wir Muskeln zeigen, jetzt zeigen wir, wie wir Rückführungen organisieren, jetzt zeigen wir, wie wir Abschiebungen organisieren und dann im Endeffekt Rumänen, Ungarn und Mazedonien in die offizielle Statistik reklamieren, damit die Zahlen besser ausschauen. Das, Herr Bundesminister, ist nicht die Arbeit, wie wir sie uns vorstellen. So Hans-Jörg Jenewein von der FPÖ Wien.